Ich mache heute was ganz Schnelles zu essen. Ich bin gerade vom Sport gekommen und habe Hunger. Und ja, wie die meisten Leute will man sich irgendwas reinschaufeln, was schön kräftig und deftig ist und sättigt. Und dazu habe ich schon mal hier was vorbereitet. Das ist mein Hähnchenfilet. Das schneide ich noch ein bisschen kleiner jetzt hier. Einfach ungefähr 300 Gramm. So kleine Würfelchen. Das sind die anderen Zutaten. Da habe ich so ein Brokkoli-Stückchen, ungefähr 8 Champignons, eine Zwiebel, 140 Gramm Cheddar, eine Möhre und Frischkäse. Hier ist ein bisschen Wasser. Wir machen so eine Art Suppe. So, wir haben hier unseren heißen Topf. Da kommt unser Öl rein. Und dann kommt da das ganze Fleisch rein. Jetzt mache ich die Zwiebel. Dann noch schnell grob schälen. Soll ja schnell gehen alles. Zwiebel schneide ich einfach in Ringe. Und am Ende hier die Stücke in Streifen, kommt das schon mal mit rein hier. Verzeihen alles. Und jetzt unser Brokkoli. Ich schneide schon mal hier den oberen Teil ab. Ich zupfe mal hier die Blätter ab. Der Strunk, eigentlich kann man den immer schön mitessen. Schmeckt natürlich nicht so toll, weil der so grob ist. Also habe ich hier eine Reibe. Und reibe jetzt einfach so ein, also das halbe Ding hier rein mit. Dann kommt die Möhre. Den Sparschäler natürlich einmal schälen. Einmal verrühren wir alles hier. Und jetzt kommt die Möhre. Der Brokkoli. Den schneide ich jetzt einfach hier drüber. So kleine Röschen. Könnte man natürlich auch mit der Reibe machen, wenn man möchte. Aber so geht es auch schnell. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Messbecher. Da machen wir ein bisschen Meersalz rein. So ein kleines bisschen hier. Dann kommt ein bisschen Thymian. Und Pfeffer. Ist ja so viel hier. So. Aufshaken schnell und dann einfach hier, ja, so dass alles schwimmt. Ungefähr 400 ml habe ich jetzt genommen. Punkt vom Champignon schneide ich hier weg und dann schneide ich den einfach so in Scheiben. Dann gebe ich den auch so einfach in die Soße und rein, der Suppe, meine Entschuldigung. Lassen wir das kurz aufkochen, dann kommt der Rest, dann kommt der Frischkäse und unser Cheddar. Ich habe hier so einen schönen alten Cheddar gekauft, 7 Monate gereift. Der gibt auch ordentlich Geschmack ab und der gibt nachher auch dann dem ganzen Essen diese Kraft, die Energie, so das was man gerne haben möchte nach einem Pumpen. Können wir den schon mal hier aufschneiden. Mmh. Sehr lecker. Sehr lecker. Ein bisschen trocken. Ja, ist ein trockener Käse. Der ist halt ideal für so Suppen, wenn man die eindicken möchte. So einen richtig schönen großen Teelöffel Frischkäse. Da machen wir noch einen zweiten rein, wie man möchte. Ich habe ganz normal Kräuterfrischkäse, so einen ganz billigen genommen. So. Und jetzt kommt der Cheddar. Zerrühren. Und den Käse einschmelzen lassen. Und dann gibt es gleich auch noch das Foto dazu. Ich meine, ihr müsst ja jetzt nicht zugucken. Aber das kostet jetzt nochmal so Zeit, ungefähr 10 Minuten. Da wollen wir ja nicht die Kamera draufhalten. Ein schnelles, sehr leckeres, kraftvolles Essen, was ideal nach dem Sport ist.